So, meine Helden, tja, da wären wir. Super. Direkt mal ins Verlies, Leute. Hey, hör auf damit. Wer ist das denn? Ich darf tun und lassen, was ich will. Das ist meine Zelle. Was dagegen? Naja, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Mal gucken, wann es soweit sein wird. Ich mache jetzt auch das nächste kaputt. Aha. Reiß dich zusammen, Radau zu machen, bringt dich auch nicht raus. Oh doch. Na gut, jedenfalls, ja, wir sind zwar der Lichtbringer und das ist ja auch schön und gut, aber ich glaube, das findet der König nicht ganz so toll. Naja, okay. Er mag wohl kein Licht. Sitzt lieber in seinem Thronsaal, ne? Na, was ist hier los? Also ehrlich, kannst du mal Ruhe geben? Da habe ich ja einen tollen Zellennachbarn abbekommen. Will you keep it down in there? Most folks they throw in here have the decency to wait a while before going stir crazy. What are you in for, anyhow? You don't get free bed and board down here without having done something pretty bad. Ja, erstmal erklären. Wait, did you say the luminary? You're serious? You're telling me the luminary has just shown up in the cell next to mine. This is crazy. One plate of delicious gruel for a gentleman in the dungeon suite. Come and get it. Ah, der Text, so Mann, Leute. Oha. Aber er hat auch einiges auf dem Kasten anscheinend. Boah, das geht mal so eben, hm? Da kann er auch nur gucken. Was ist denn hier los? Und schon sind wir bereit. Unser erster Kollege auf unserer Reise, sehr schön. The Luminary. You're serious? So it's all happening just like the Seer said it would. We'd better get out of here. Der Seher, hm? Hat er einen Plan gehabt? Interessant. Bisher noch ein bisschen mysteriös, der Typ, aber eigentlich auch irgendwie ganz cool. Ich mag ihn jetzt schon irgendwie sehr. Na, was ist denn los hier? Können wir so ein bisschen Equipment krallen oder wie sieht's aus? Oh, ach so. Wait here. Okay, einfach mal abgeschlitzt hier, jawohl. Oh Gott. Don't worry, I didn't kill him. But he won't be waking up anytime soon. Okay, alles klar. Things will get pretty hairy up ahead. You'd better take this. Chris nimmt das Schwert. Dabei habe ich mir noch extra ein schönes neues gekauft. Oh, and I found this in a corner over there. I guess it's your stuff, right? Ah, sehr schön. Seine verlorenen Besitztümer. Me? I got this little beauty back. So now I'm pretty much unstoppable. We better get out of here before any more of our tin-headed friends come knocking. Holler when you're ready to move out, okay? Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Ah, wir haben wirklich all unser Zeugs zurück. Hat er jetzt noch irgendwas Zusätzliches drin gehabt? Ich muss mir das mal ganz kurz angucken. Ach so, stimmt. Die Schwingen des Spürsinns und so gibt's ja auch noch. Ist auch ganz interessant hier. Bin mal gespannt, wann sich das auswirkt. Moment. Kieslinger Klinge war die alte, genau. Also hat uns jetzt nichts Neues gegeben. Okay, das ist wirklich nur unser altes Zeug. Es hat mich verwirrt, dass er halt erst ein Schwert hatte und dann unsere Ausrüstung kam. Wir sehen uns trotzdem ein bisschen um, wenn es möglich wäre, aber ich glaube... Oh, wartet mal. Warte mal, vielleicht hat er ja noch einen Schlüssel. Bestimmt kann man ja noch irgendwas machen, oder? Keine Reaktion, die Wache ist bewusstlos. Nein, echt nicht? Das ist ja schade. Das ist ja richtig schade. Ich dachte, es geht hier vielleicht noch ein bisschen was. Das wäre sehr cool gewesen, aber... Nö, vielleicht für später dann, dass man einfach das schon mal auf dem Schirm hat. Gut, okay, dann können wir uns auf den Weg machen, oder?
Skulptor längst einen Fluchttunnel gegraben. I spend ages digging this hole and you just happen to show up the day I finish it? Heck of a coincidence. Guess it really was meant to help you out, just like the seer said. Anyway, there'll be time to talk about all that later. In you go. Ja, wie gesagt, sehr mysteriöser Typ bisher. Irgendwas mit einem Seher klingt sehr spannend, aber naja. Sehen wir zu, dass wir von hier wegkommen. Du zuerst. Okay, na dann. Wie es scheint, hat Chris' Zellennachbarn nicht auch nur auf der faulen Haut gelegen, dass das in das Loch hinabsteigen, natürlich. Oh, dieser Sound. Ha, nett. Nostalgisch. Und da kommen sie auch schon raus. Ha, sieht ja nett aus. Ja, es gefällt mir bisher. Generell, die ganze Einleitung bisher war mega bei dem Spiel. Macht einfach total Lust auf mehr. Sehr schön, natürlich. Dann haben wir jetzt wirklich einen ersten Verbündeten auf unserer Seite. Heliodorische Kanalisation. Ach, ist das schön. Aber der scheint noch nicht aktiv am Kampfgeschehen teilzunehmen. Ich weiß es von Trailermaterial und so, dass er das auf jeden Fall noch tun wird. Aber noch ist es wohl noch nicht so weit, aber macht auch nichts. Die Musik. Was allerdings kritisiert werden sollte, auch wenn die Musik halt wirklich gut ist, aber sie benutzen mal wieder MIDI-Tracks und ich weiß jetzt nicht, ob man 2018 das wirklich noch tun sollte, Square Enix. Ich denke da nur so an andere Entwickler, die dann mal eben 50 GB unkomprimierte Texturen reinhauen, die man eigentlich komprimieren könnte, wo es sinnvoll wäre, aber bei MIDIs trifft das nicht zu, denn ich denke mal, die vielleicht 100 MB für Orchesteraufnahmen kann man dann sich schon gönnen. Aber das nur nebenbei. Nur so am Rande, weil man es hier natürlich jetzt wieder raushört. Ist ein bisschen schade. Ich habe ja damals die 3DS-Versionen auch von Dragon Quest 8 und Dragon Quest 7 gepatcht. Aber auch nur, weil ich halt die Möglichkeiten dazu habe. Das kann man ja normal nicht so. Alles ein bisschen schade. Deswegen, ich spiele auch die PC-Version auch ein bisschen in der Hoffnung natürlich, dass vielleicht ein Modder sich findet, der die Orchester-Tracks reinbringt und quasi die MIDI-Tracks austauscht. Denn ich mag zwar die ganze Nostalgie und was weiß ich, aber meine Dragon Quest steht natürlich auch immer für einen genialen Soundtrack und da will man das volle Programm natürlich. There they are! You lot, over here! Oh, da sind sie ja schon auf dem Weg. Damn it! We better make ourselves scarce! Oha! Darf ich jetzt fliehen? Oh mein Gott! Tatsache! Oh, der von hier ab! Ist ja nett gemacht. Oha. Renn! Ach, ich kann selber gar nicht jetzt R2 drücken. Da drüben warten sie schon, ja. Oh, noch einer. Lass jetzt die Fackel und folgt mir unauffällig. Als ob man es nicht noch hören würde. Achso, ich dachte, ihr wollten über die Kiste vielleicht rüber steigen. Alles klar. Okay, ein kleines Fluchtsegment, warum auch nicht? Oh, ich hab sie da drüben. Ach du meine Güte. Gruppe heliodorischer Wachen nähert sich, oh. Das war wohl nicht so gut. Aber er hat anscheinend auch ein bisschen was drauf, immerhin. Ja, die sind aber auch nicht ganz ohne. Hier, Fauch. Oha, der ist geflogen, der Typ. Autsch. Nimm das. Oh, die halten doch nicht so viel aus, wie ich dachte. Das geht ja voll easy. Dann nehme ich mir lieber ein paar Erfahrungspunkte mit, ganz im Ernst. Naja, okay, es hält sich ja bei den Grenzwerten schon. Selbst zuvor bessere Monster für sowas. Okay. Gleich mal falsch gemacht, super. Mir nach. Ja, weil man wahrscheinlich erstmal warten muss, bis er wieder genau so steht und dann macht man das halt, ne? Das heißt, er wird sich jetzt wieder umdrehen und bewegen, ja. Ich dachte halt vorhin, ich muss direkt hinterher. Deswegen bin ich da gleich mal reingerasselt, aber gut. Ein erster Fail. Das muss schon auch mal sein. Ja, das einfach nicht checkt, oh Mann, ey. So, okay. Nächster Typ. Bleib bei mir dran, ja? Haha, okay. Das ist ungewöhnlich für Dragon Quest. Sowas hatten wir auch noch nie. Aber gefällt mir eigentlich. Ich mag ja sowas eigentlich ganz gerne.
Kann man schon mal einbauen, warum nicht? Finde ich ganz gut so. So, da wären wir. Über die Brücke, da kommen wir weiter. Geh vor uns, die nach, ob die Luft reinlässt. Jetzt wieder die Fackel anzünden, naja. Was war das? Ich dachte, ich hätte da gerade was gehört. Oha. Oha. Oho, das gibt Ärger. These guys don't give up, do they? Oh. Da bricht ein bisschen was durcheinander. Oh nein. Das geht ja richtig ab, Leute. Aber gut, wir sind irgendwo angekommen anscheinend. Die anderen sind wohl zu schwer und abgesunken mit ihren Rüstungen. Ich vermute es fast. Das ist ja fast ein wenig makaber, aber gut. You okay? Looks like we shook the guards at least. And that looks like a way out. Maybe our luck's about to change. Ja, eine Statue hätten wir hier theoretisch auch, aber ja, brauche ich glaube ich gerade im Moment erstmal nicht. Wir spielen schon noch ein bisschen weiter. 3 Fragezeichen. Okay. Interessant. Erstmal einfach mal ein bisschen umgucken. Ja, ne, und die anderen sind jetzt mit ihrer Ritterrüstung irgendwo am Grund. Naja. Gut, okay, passiert. Kann schon mal sein, ne? Paar Arbeitsunfälle und so. Zahlt jetzt zwar wahrscheinlich keine Versicherung, aber gut. Naja. Oha, es wird ganz schön düster. Oh, was ist das denn jetzt? Das kann nicht gut sein. Oh Gott, oh Gott. Ein Drache. Ach du Schande. Oh, das ist ja auch krass animiert. Mein Gott. Richtig gute Texturen. There's something there. Jo, das ist ein etwas großes Monster. Oh nein, die nächste Flucht. Ein Rumgerennen in diesem Part. Oh Gott. Komm schon, wir müssen weiter sofort. Los, los, los. Oh Gott. Das ist ja auch cool gemacht. Mein Gott. Wie kreativ einfach. Wie man das einfach noch nie in einem Dragon Quest hatte. Das ist mega. Das ist richtig gut. Ich feiere das gerade einfach so ab. Heftig, Leute. Oh mein Gott, es geht weiter. Spring! Well, here goes nothing. Wird schon schief gehen, ja. I think we gave it the slip. Hört sich nicht so an. Die ist ein bisschen aufgebracht. Spoke too soon. Ja, Leute, so gehe ich auch ab, wenn man mich früh am Morgen weckt. Sollte man besser nicht einfach so tun, ne? Da kommen genau solche Verfolgungssequenzen, ja? Und alles im Haus geht kaputt. Die Schleime, oh Mann. Oh, hier sieht ja auch witzig aus, okay? Oh mein Gott. Achso, man kann sogar R2 in der Sequenz drücken, interessant. Weißt du, wie schon gesagt, exklusiv für den Westen interessant ist. Was, Metallschleime? Nein! Oh Gott, das könnt ihr mir nicht antun. Ich muss an Metallschleimen vorbeirennen, in einer Sequenz, gezwungenermaßen. Das ist Folter pur für einen Dragon Quest-Fan. Wie er aussieht. Ich mag das Design so gerne. Es ist so schön, dass sie immer die klassischen Designs benutzen. Herrlich.
Has it gone? Phew. That was way too close for comfort. What's that thing doing under the castle anyway? Well, whatever. We should get going. Jo, mit unserem neuen Kollegen erstmal schön entkommen. Oder auch nicht. Oh Gott. Da denkt sich, räucher mal einfach mal ein bisschen aus, mach mal eine kleine Grillparty hier. Oh Gott. We made it. Just. I don't know how much more of this I can take. Huh? Oh nein. Oh Gott. Das hat schon was Comedy-mäßiges. Jedes Mal geht es irgendwo weiter. Big mouth. Move. Oh Gott. Diese Sequenz. Looks like our luck finally ran out. Oha. There they are! We've got them now. No way back, huh? If they catch us, we're dead meat. Hold! Let's do this. I believe in you. I believe in the Luminary. I don't have much choice. Come on. Let's not do anything stupid now. The name's Eric, by the way. Interessant. Das ist auf jeden Fall meine Art und Weise, seinen Namen zu verraten. Mein Name ist Eric und wir springen jetzt hier herunter. Willkommen bei Jackass, Leute. Kennt das noch jemand? Keine Ahnung. Gibt's das noch? Keine Ahnung. Ach so, jetzt kommt quasi eigentlich erst das Intro, was wir ja schon am Anfang dann gesehen haben. Es ist natürlich wunderschön. Wir haben es allerdings auch schon gesehen. Dementsprechend, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm, wir skippen das mal, denke ich, oder? Ach so. Genau. Da wir es halt schon kennen, klar. Wir haben noch ein bisschen, Leute. Jojo, wir fahren mal fort. Ist in Ordnung. Speichert ja auch schön automatisch. Huh. Come on, up you get. In der Kirche. Finally. I was worried we'd lost you for a minute there. You've been out cold ever since we jumped. But what a jump it was. I closed my eyes, put my faith in the Luminary, and somehow didn't get smashed into 1,000 pieces. In fact, I woke up on the forest floor at the bottom of the cliff without a scratch on me. Amazing what a little faith can do. Anyway, I guess you and me must be at the top of the King of Heliodor's most wanted list by now. Which means we can't hang around here too long. Let's go say thanks to the nun who looked after us and be on our way. Klingt für mich auch wie ein guter Plan. Ein gehetzter Held. Dafür, dass du mit deinem Kameraden Erik aus dem Verlies von Schloss Heliodor entkommen bist und dich durch die Kanalisation gekämpft hast. Ach ja, Leute. Warte, hier kann ich noch was mir holen. Erstmal wieder alles kaputt machen. Eine starke Arznei und Flachsgarren, okay. So, ach Gott. Ein richtig altes Mütterchen hier. Hi. Ah, there
There you are, my children. I trust that your friend here is fully recovered. Oh, don't worry about him. He's just fine. Thanks for looking out for us. We owe you one. Not at all, dear. I'm just happy to see you both well again. But if you are leaving, you must be careful on the road. It seems some dangerous criminals have escaped from the capital and are at large somewhere in the area. Oh, I shudder to think what wicked deeds they might be capable of. Criminals, you say? Dear me, that doesn't sound good. And you heard this when you were in Heliodor. I did indeed, my child. There were guards everywhere. They are searching high and low for the villains. And I heard that the mighty knight Sir Hendrik himself has headed to the mountains in the south with his troops. They say he means to block the road to Cobblestone, the village the fugitives came from. Oh, but you must forgive me, poor lambs. I did not mean to alarm you. They will soon be caught, I am sure. Justice will be done. And until then, you are free to remain with us for as long as you please. Thanks. We appreciate that. We're going to get a little fresh air. We have a few things to discuss, right? Das haben wir sowas von. Das ist ja immer noch genauso mysteriös wie eh und je. Na gut, dann verlassen wir diese Kirche hier doch mal. Heraus. Die weite Wildnis erwartet uns. Never heard of the place. I never even knew anyone actually lived in those mountains down south. Is that really where you're from? I'm guessing you want to go see what's happening down there. But you need to be smart. You won't get past Hendrik unnoticed. If you're going to make it there without getting caught, you'll need to avoid the main road. And if you want to do that, you'll need my help. I know every back road there is to know in these parts. But I've got things to take care of in Heliodor first. I left a little something in one of my old haunts downtown, and I need to get it back. So, are you coming along for the ride? I did help you break out of that dungeon, remember? That's the spirit. But we can't have you bringing us any unwanted attention. Ah, I've got just the thing. Na, was hat denn jetzt für uns? Here, put this on and keep your face hidden. Otherwise, you're gonna get nabbed as soon as you set foot in Heliodor. That's more like it. If you're going to be a wanted man, you might as well look the part. Right. Let's head north and hit town. Glad you're coming along. The seer told me to stick with the luminary when I found him, and that's just what I'm going to do. Jawohl, Eric und Chris tun sich zusammen. Mit dem klassischen Sound. Der unendlich lange zu sein scheint. Wie immer. Juhu. Sehr schön. Der gute Erik. Jawohl. Koop-Kräfte. Koop-Kräfte sind phänomenale Fähigkeiten, die von zwei oder mehr Gruppenmitgliedern eingesetzt werden können, wenn mindestens einer der Ausführenden gekräftigt ist. Wähle Koop-Kräfte-Menü aus, wenn die Option angezeigt wird und sie nach welche Fähigkeiten du entfesseln kannst. Das klingt unglaublich toll. Je nach der für jedes Gruppenmitglied festgelegten Taktik werden die Kräfte automatisch oder erst auf deinen Befehl hin ausgeführt. Ja, Taktik benutze ich aber generell nicht das Menü. Bin da lieber ganz klassisch manuell. Malmoorwald und Heliodor. Nette kleine Gegend hier, gefällt mir. Trotzdem, ich will mich noch mal in der Nähe der Kirche ein wenig umsehen. Der hier braucht anscheinend auch irgendwie Hilfe.
Ah, cool, klassisches Krieger-Outfit. Der blauhaarige Bursche, der euch begleitet, heißt also Erik, ja? Er macht einen ziemlich fähigen Eindruck. Da habt ihr euch einen guten Reisegefährten ausgesucht, so viel steht fest. Aber ich wollte euch was fragen, habt ihr schon mal von Koop-Kräften gehört? Das sind besondere Angriffe, die ihr nur mit der Hilfe eurer Gefährten ausführen könnt. Sie entstehen, wenn man Zauber und Fähigkeiten auf verschiedene Weisen kombiniert. Und glaubt mir, es lohnt sich wirklich, sie zu meistern. Ha, wie ich sehe, habe ich euer Interesse geweckt. Na gut, dann lasst mich mal überlegen. Ja, natürlich, ihr habt da genau das Richtige für euch. Wenn ihr und euer Freund Erik euch richtig anstrengt, schafft ihr es bestimmt, eine Kraft namens Tapferkeit und Tücke zu meistern. Die ist ein echter Knaller. Ihr müsst euch nur zusammentun und die Kraft an einem unglückseligen Monster ausprobieren. Dann werdet ihr schnell sehen, wie unglaublich es ist. Na, wollt ihr es mal damit versuchen? Ja, warum nicht, ne? Das ist die richtige Einstellung, aber seid gewarnt, diese Koop-Kraft funktioniert nur, wenn die daran beteiligten Kämpfer gekräftigt sind. Was das bedeutet, höre ich euch fragen. Nur mal ist gekräftigt, wenn einem im Kampf die Monster auf die Pelle rücken und man plötzlich das Gefühl hat, voll konzentriert und zu allem bereit zu sein. Ich glaube, der Worte sind genug gewechselt. Es wird Zeit, dass der Tapferkeit und Tücke an einem Monster ausprobiert. Zum Streiten gehören immer zwei, okay? Interessant. Na, was haben wir denn da? Nichts Außergewöhnliches, wirklich. Schade eigentlich. Wäre ein gutes Versteck gewesen. Oder kann man zufälligerweise in diesen Brunnen hinab? Ja, der erste Brunnen, den wir können. Yeah, ich wusste, es muss irgendwann möglich sein, Leute. Und da ist auch schon eine Schatzkiste. Mit einem Spitzhut, okay. Alles klar. Sollte er sich aber als nützlich erweisen. Und wir gucken uns noch ein bisschen um. Ah, was haben wir denn hier? Vor allem, wie riesig diese Brunnen einfach sind. Was machen Leute nur mit Dragon Quest Brunnen? Oh Mann. Und natürlich noch ein paar Vasen. Vielleicht wieder Mini-Medaille? Hm? Na komm schon. Oh, schade. Aber Monsterleder könnte sich auch als nützlich erweisen. Crafting ist ja super. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir richtig schön viel craften können. Das wird wieder genial. So, da wären wir wieder. Bei der Kirche und jetzt geht es aber erstmal auf den Weg. Aber wartet mal. Genau, einmal im Charakterbaukasten. Er hat noch 3 Punkte und er kann sich entwickeln auf Schwerter, Messer, Boomerangs und Hinterlist. Diese Talente und Wertebohne für wieselige Typen beinhalten Fähigkeiten, mit denen man Gegnern ihren Kram klauen kann. So wie auch solche, die erstaunlich lebensechte Doppelgänger erscheinen lassen. Das klingt cool. Ah ja, Kleptomane ist auf jeden Fall ganz gut. Das mache ich eventuell auch. Mal sehen. Ah ja, hier brauchen wir da 4 umliegende Talente. Geschicklichkeit erhöhen, Schattenschritt, Angriffe ausweichen ist ganz nett, aber jetzt auch nicht super wichtig gerade, denke ich. Aber, ja, Boomerang ist natürlich ganz nett, Energiewurf, Beamerang, Metallwurf, ja genau, da haben wir was super Gutes, wenn wir später farmen wollen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, der Schleimschlachter ist schon dabei, sehr gut, genau, das ist auch nicht unbedingt so verkehrt. Sind ganz nette Sachen dabei, Messer... Kommt drauf an, Thanatos-Terror ist dabei, das ist interessant. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist zum Beispiel schon ein mächtiges Attribut. Ah, Züchtiger. Ja, ich sehe schon, auch hier sind wieder Messer sehr stark darauf ausgelegt, eben enormen Faktor reinzubekommen einfach. Es multipliziert sich dann hoch, der Schaden, und deswegen sind Dolche immer sehr, sehr mächtig. Darf man nicht unterschätzen. Er lernt ja auch die typischen Dinge, schützendes Schwert, ja okay. Ich weiß nicht, also Kleptomane würde ich tatsächlich erstmal ganz gerne lernen, weil ich denke, das könnte uns am Anfang gerade viel bringen und vor allem mit Anfangs-Crafting und so, wenn wir immer wieder Gegner beklauen. Lohnt sich das? Ich habe jetzt nicht genug Talentpunkte aktuell. Wird sich aber, denke ich, alles noch entwickeln. Auch hier natürlich, klar. Aber es ist sehr interessant schon mal. So, du hast jetzt bisher noch nichts Außergewöhnliches, deswegen kriegst du jetzt von mir erstmal, Moment, zum Beispiel den Spitzhut. Wobei, du brauchst nicht die magischen, mach dann, nimm den Lederhut und ich... Achso, nee, Quatsch, mein Hauptcharakter hat aber noch das besondere Equipment. Egal. Achso, man kriegt hier generell dann einfach ein paar Boni von diesen Karten hier. Okay, Bittsteller und Heiler. Warum nicht? Eriks Dolch ist anscheinend auch ganz in Ordnung erstmal. Ach, wir haben ein Soldatenschwert inzwischen. Okay, dann gucken wir hier mal nach. Ist das denn besser? Ah ja, das hat jetzt eher angelegt, alles klar.
Hier ist nichts Neues dabei, ne? Das würde uns zwar ein bisschen was bringen, aber naja. Wobei, wir könnten vielleicht wirklich von der Trodane-Tracht schon wegkommen allmählich. Mal sehen. Da habe ich nichts Außergewöhnliches. Alles klar, Leute. Beim nächsten Mal geht die Reise von hier aus weiter. Ich werde nochmal kurz zurücklaufen in die Kirche offscreen und dann wollen wir doch mal sehen, welche Gegner hier auf uns lauern. Ich sehe schon ein paar bekannte Gegnerarten. Wird bestimmt lustig. Und jetzt kann die Reise so richtig losgehen. Der Hype ist auf jeden Fall real, Leute. Insofern, bis zum nächsten Part von Dragon Quest XI.